Oberst Hans von Luck beschreibt in seinem Buch die brutalen Maßnahmen der fliegenden Standgerichte wenige Monate vor Kriegsende an der Ostfront. Luck schickte seinen besten Zugführer nach hinten zur Werkstattkompanie, um Fahrzeuge abzuholen. Dort tauchte plötzlich ein Oberkriegsgerichtsrat mit einigen Feldschernamen auf und fragte den Feldwebel, warum er hier herumsitzt, während vorne an der Front tapfere Soldaten kämpften. Der Zugführer erklärte sich und berief sich auf den mündlichen Befehl seines Kommandeurs. Leider hatte er keinen schriftlichen Marschbefehl. Der Oberkriegsgerichtsrat befahl: Das kennen wir, das sagen alle, die sich drücken wollen. Im Namen des Führers und bevollmächtigt vom Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte, Generalfeldmarschall Schörner, verurteile ich sie zum Tode durch Erschießen wegen erwiesener Fahnenflucht. Der Feldwebel schrie: Das können Sie doch nicht machen, ich habe den ganzen Krieg an der Front mitgemacht. Hier, sehen Sie meine Auszeichnung. Der Richter: Aber jetzt, wo es darauf ankommt und jeder vorn gebraucht wird, möchten Sie sich noch schnell verdrücken. Wie? Das Urteil ist zu vollstrecken. Der Mann wurde sofort von den Gendarmen erschossen und begraben. Für Fahnenflüchtige durfte kein Kreuz aufs Grab gesetzt werden.